Es geht heute um die Frage, was ist Trotzkismus und damit auch um die Geschichte unserer eigenen Strömung als Funke und als IMT, internationale marxistische Strömung. Und wir werden uns hierzu vor allem die Geschichte des Trotzkismus und unserer Organisation in Großbritannien anschauen, so als Ursprung und vor allem damit verbunden irgendwie den Haupttheoretiker unserer internationalen, Ted Grant, der irgendwie eine zentrale Rolle gespielt hat. Der das Banner des Marxismus so nach dem Zweiten Weltkrieg aufrechterhalten hat. Ich werde irgendwie, keine Ahnung, das umfasst der Zeitbereich von mehreren Jahrzehnten. Ich werde viele Episoden so auslassen, nicht so detailliert behandeln und so weiter. Wenn ihr irgendwas Genaueres wissen wollt oder diskutieren wollt, schreibt es euch einfach auf und wir machen das in der Diskussion. Genau. Also zuerst gilt es, glaube ich, klarzustellen, dass für uns als revolutionäre Organisation, wenn man irgendwie revolutionäre Politik macht, ist Theorie absolut zentral. Also man kennt wahrscheinlich dieses bekannte Lenin-Zitat, ohne revolutionäre Theorie keine revolutionäre Bewegung. Und das stimmt irgendwie einfach. Theorie ist irgendwie nichts Trockenes, nichts, das irgendwie nur auf dem Papier geschrieben wird, sondern de facto einfach die lebendigen, verallgemeinerten Erfahrungen der Bewegung, in unserem Fall irgendwie der Arbeiterbewegung. Und als Organisation besteht man da irgendwie primär aus einem Apparat oder aus Mitgliedern, irgendwie aus der Presse oder sowas, aus der Zeitung, sondern in erster Linie besteht die Organisation aus Ideen und aus Methoden, aus einem Programm. Das ist irgendwie das Zentrale. Und ohne das, egal wie groß die Organisation ist, egal was sie für ein Apparat hat, wird sie schlussendlich immer an den großen Fragen irgendwie scheitern, wenn sie nicht die revolutionären Ideen komplett klar hat und komplett scharf. Genau, daran, und das gilt es irgendwie, sich immer vor Augen zu führen, daran scheitern auch normalerweise immer Revolutionen. Also in nahezu allen Fällen scheitern Revolutionen nicht an den Massen und an ihrem Willen, irgendwie das System zu überwinden, sondern schlussendlich an der Führung, die nicht bereit ist, den Weg bis zu Ende zu gehen, die eben ihre Ideen nicht sonderlich scharf hat, sondern im Gegenteil, schlussendlich darin endet, irgendwie den Status quo, das System selber zu verteidigen und zu erhalten. Genau, wir als Organisation stützen uns irgendwie primär auf Marx, Engels, so als Begründer des Marxismus, Lenin und Trotzki, großen Führer irgendwie der Oktoberrevolution in Russland und eben auch auf Ted Grant, den ich irgendwie zu Beginn schon genannt habe. Und wieso machen wir das? Weil das irgendwie die sind, die irgendwie so die schärfsten Klassenideen so gehabt haben, Klassenanalyse der Gesellschaft und Prognosen, Perspektiven irgendwie aufgestellt haben und ihre Ideen irgendwie am schärfsten gehabt haben. Heißt das irgendwie, das waren perfekte Menschen, denen irgendwie keine Fehler passiert sind? Nein, im Gegenteil, sie haben irgendwie teilweise massive Fehler gemacht, so, aber das Entscheidende war, dass sie diese immer rechtzeitig korrigiert haben, sobald die Realität irgendwie in eine andere Richtung gegangen ist. Das, ich glaube, das Entscheidende. Es gibt allerdings eine Ausnahme, wenn sie das nicht gemacht haben. Und das ist ziemlich banal, nämlich einfach, wenn sie gestorben sind, bevor die Realität sie irgendwie korrigieren hätte können. Klingt zwar banal, aber wir müssen uns, glaube ich, vor Augen halten, dass jeder, der seine Perspektiven, seine Prognosen nicht irgendwie in der Realität angleicht, falls sie sich irgendwie als falsch erweisen, gleichzeitig irgendwie tot ist, nur halt nicht physisch, sondern politisch. Nein, das haben wir verklagt. So. Das ist aber der einzige Gag, der vorkommt in unserem Vortrag. So. Gehen wir weiter zur Frage, was ist Trotzkismus? Also wie man schon erkennen kann, so diese Linie Marx, Engels, Lenin, Trotzki, ist, glaube ich, wichtig zu sehen, dass eben, wie es oft so dargestellt wird, dass es nicht isoliert ist, so Marx hat seine Ideenwelt, Lenin seine, keine Ahnung, wir Trotzkisten haben unsere Ideenwelt, sondern die stehen irgendwie in einer Linie, in einer Tradition, Tradition eben des revolutionären Marxismus. Und die Weltsituation ändert sich halt ständig und somit reicht es nicht, irgendwie alte Formeln und alte Theorien nur zu wiederholen, sondern sie müssen irgendwie der veränderten Situation angeglichen werden, müssen darauf irgendwie angewendet werden. Und das ist halt de facto der Trotzkismus, einfach die Weiterentwicklung des Marxismus durch Trotzki in jeder Episode zur kompletten Veränderung, was irgendwie alles über den Haufen geworfen hat. Und das wahrscheinlich wichtigste Verdienst von Trotzki ist eben, dass er nach Lenins Tod und der Stalinismus im Prinzip die russische Revolution komplett erwürgt hat. Den Marxismus, das Banner des Marxismus irgendwie aufrechterhalten hat, es verteidigt hat und es auch de facto weiterentwickelt hat mit einem Batzen von neuen Phänomenen, die irgendwie aufgetaucht sind. Nur als Beispiel, irgendwie zum Beispiel
Analyse des Faschismus. Genau. Und Stalinismus im Gegenteil hat nicht nur physisch so die Revolution erwirkt, hat irgendwie Revolutionäre verfolgt, umgebracht, irgendwie in Lager gesteckt, sondern auch politisch, ideologisch totale Kontrrevolution dargestellt, mit allen Ideen des Marxismus irgendwie gebrochen, hat sich damit zufrieden gegeben oder besser gesagt, bewusst einfach nur sehr schablonenhaft Lenin-Zitate aus dem Kontext gerissen, um halt ihre Sicht der Dinge, so die bürokratischen Eigeninteressen zu legitimieren. Was einfach zur Revision von Marxismus irgendwie auf jeder Ebene geführt hat. Und mit diesen Ideen, die politisch komplett kontrrevolutionär waren, das hat zur Niederlage von allen Revolutionen geführt, die die kommunistischen Parteien aber de facto anführen hätten können. Also begonnen mit der chinesischen Revolution, spanischen Revolution, deutschen Revolution. Es gibt irgendwie eine Latte an Listen, die der Stalinismus, weil er eben schon komplett falsche Ideen gehabt hat, aber die Größe hätte mir mehr als ausgereicht so. Genau, deswegen irgendwie diese Revolution komplett gegen die Wand gefahren hat. Genau, trotz gegründet also im Kampf gegen den Stalinismus zuerst die linke Opposition, das ist in den 20er Jahren, und schlussendlich auch eine neue Internationale, die vierte Internationale, wo er einer ganzen neuen Generation die Methoden und das Verständnis irgendwie des Marxismus beibringt. Und jetzt kommen wir eigentlich zum Ausgangspunkt irgendwie. Ich hoffe, ich habe nicht schon zu lang geredet. Jetzt kommen wir zum Ausgangspunkt des Referats, nämlich was ist irgendwie nach Trotzkis Tod passiert? Wie hat sich da der Trotzkismus weiterentwickelt, vor allem rund um unsere Strömung? 1940 wird irgendwie Trotzki in Mexiko ermordet vom stalinistischen Agenten. Und damit ist eigentlich die vierte Internationale ohne ihren politischen Führer, ohne ihren theoretischen Kopf. Und es hat sich einfach herausgestellt, dass kein anderer der Führer, der sogenannten Führer der vierten Internationalen dazu fähig war, diese Lücke irgendwie zu füllen und diese Situation, die sich vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg total verändert hat, neu einzuschätzen, neu zu analysieren, nachzuschärfen, irgendwie die Analyse, was zur totalen Desorientierung geführt hat der Internationalen und als Resultat eine Spaltung irgendwie in allen Richtungen, also ist diese Internationale in jedem Land irgendwie und international komplett zerfallen, schlussendlich in den folgenden Jahrzehnten. Und bevor wir irgendwie zu Ted Grant kommen, was der für eine Rolle gespielt hat, ist irgendwie wichtig zu sehen, dass dadurch, dass die irgendwie nicht die politische Autorität, das politische Verständnis gehabt haben, diese Situation neu einzuschätzen und das irgendwie zu diskutieren, haben sie im Prinzip das mangelnde Verständnis des Marxismus ersetzt durch bürokratische Methoden, durch Intrigen, durch Ausschlüsse und so weiter, anstatt irgendwie offen politische Probleme zu diskutieren, was irgendwie sehr verbreitetes Phänomen ist, vor allem in kleineren Gruppen, ja, nein, das kann man nicht sagen, in vielen Gruppen, wo es einfach nicht die Tradition, nicht das Verständnis gibt, dass man primär politische Ideen gegeneinander diskutiert, und zwar bis zu Ende und nicht irgendwie mit bürokratischen Methoden agiert. Genau, ich glaube, wichtig zu sagen, dass unsere Internationalen genau in der Tradition stehen. Wir sind irgendwie keine pluralistische Organisation. Es macht irgendwie keinen Sinn, dass wir drei, vier verschiedene, sich widersprechende Meinungen als Organisation vertreten. Aber in der Organisation gibt es irgendwie viele verschiedene, manchmal gibt es irgendwie verschiedene Meinungen, so, die sich widersprechen. Aber dann gibt es nicht irgendwie, dass man sich nur der Autorität der Mehrheit irgendwie beugen muss, sondern dass in erster Linie diese politischen Ideen ausdiskutiert werden, bis zum Ende, dass man die Diskussion irgendwie nutzt, um das politische Niveau zu heben von der Gesamtorganisation und nicht von Anfang an nur mit Hierarchie und Autorität diese Probleme bewerkstelligt. Gibt es irgendwie ein gutes Beispiel von unserer britischen Organisation? Ich glaube, das war so in den 70er Jahren, wo ein Genosse so ein Papier geschrieben hat, recht lang, so 100 Seiten, war eigentlich jeder grundlegenden These so der Internationalen widerspricht. Und damit hat er irgendwie Werbung gemacht in der Organisation, aber halt nicht offen so in den Strukturen, in den Ortsgruppen oder sonst was von der Organisation, sondern halt um so hinterrücks seine Leute zu gewinnen und so, um sich abzuspalten. Als wir davon erfahren haben, was haben wir denn gemacht? Obwohl echt wenig Zeit war bis zur nächsten Konferenz, haben wir dem einfach Platz geboten und haben gesagt, er soll seine Ideen irgendwie präsentieren. Jeder hat gleich viel Zeit. Das Dokument wird irgendwie ausgedruckt, wird ihm zur Verfügung gestellt
Und die nächsten Monate diskutiert man das irgendwie in der gesamten Organisation. Und das Resultat war davon, dass nur eine Handvoll Leute, glaube ich, mit dem irgendwie mitgegangen ist. Es gab irgendwie diese Spaltung. Aber der Rest ist viel schärfer und klarer irgendwie, hat sich viel schärfer und klarer irgendwie in die Arbeit machen können. Das gesamte Niveau von der Organisation hat sich irgendwie heben können durch diese Diskussion. Genau, und das ist irgendwie so der Umgang mit politischen Diskussionen, mit sich widersprechenden Meinungen und nicht mit Intrigen oder bürokratischen Methoden irgendwie zu handeln. Genau. Und eben unter diesen, im Gegensatz zu der Führung der Internationalen, wo irgendwie keiner fähig war, diese veränderten Situationen zu analysieren, im Gegensatz dazu war Ted Grant der, wo das irgendwie am klarsten gesehen hat. Er ist, vielleicht kurz zu seiner Biografie, er ist irgendwie aus Südafrika schon als gefestigter Marxist und Trotzkist 1934 nach London emigriert. Weil Südafrika einfach extrem schwierige politische Lage gab und in London viel bessere Bedingungen, wo er dann mit einigen anderen in der Labour Party schlussendlich mit einer kleinen Gruppe angefangen hat, Arbeit zu machen, irgendwie, keine Ahnung, Zeitung verkauft hat im Hyde Park, im Speaker's Corner, der früher irgendwie noch politischer war und jetzt nur noch verrückte religiöse Spinne da rumlaufen. Und irgendwie ein Arbeiterviertel und so irgendwie die ersten Arbeiterviertel irgendwie Zeitung verkauft, Flyer verteilt und so irgendwie die ersten Mitglieder gewonnen hat. Aber massiv kleine Gruppe, aber irgendwie klare Ideen und dedicated people. Genau, und das Entscheidende waren eben diese richtigen Ideen und die richtige Orientierung, dass man primär irgendwie so in der Jugend gearbeitet hat, dort direkt in der Jugend von der Labour Party reingegangen ist, was auch damals noch Trotzkis Vorschlag war, vor seinem Tod, weil einfach so die ersten Rekrutierungen von den Zehntausenden jungen Arbeitern kommen, die einfach in die Labour Party reinströmen, weil sich die total nach links bewegt hat zu der Zeit. Genau. Und mit den richtigen Ideen und richtigen Orientierungen haben sie irgendwie die ersten Schritte gemacht und die Organisation aufgebaut, die ersten großen Erfolge. Das ist irgendwie interessant, sich anzuschauen. Gab es während des Zweiten Weltkrieges. Genau, was macht dann irgendwie revolutionäre Politik aus? Es besteht irgendwie nicht darin, abstrakt von Sozialismus oder Revolution zu reden, sondern es irgendwie konkret aus der aktuellen Situation herzuleiten, aufzuzeigen. Genau. Und im Zweiten Weltkrieg ist es, glaube ich, umso wichtiger, weil da kam die Situation auch um einiges anders, wie man es irgendwie früher noch in Kriegen so als Revolutionäre diskutiert hätte. So früher, vor allem so um Lenin, weil man so, weil die grundsätzliche Perspektive, die Niederlage der eigenen herrschenden Klasse, so, des eigenen Landes, ist das geringere Übel. So, es geht darum, zuerst sozusagen den Klassenfeind im eigenen Land zu begegnen und diesen mit der Kraft der Arbeiterklasse zu bezwingen. Und nur so kann man irgendwie diesen Krieg beenden. Was komplett stimmt und komplett richtig gilt, aber vor allem diese Trotzkisten, die Führenden irgendwie in den Internationalen, haben nicht die veränderte Situation irgendwie begriffen, sondern haben das irgendwie nur mechanisch wiederholt. Also ein Beispiel dafür ist die damals, glaube ich, offizielle Sektion der Vierten Internationalen, RSL, Revolutionary Socialist League wahrscheinlich, ja, die das irgendwie mechanisch wiederholt haben, die so also offen gesagt haben, und da, wo man irgendwie den Krieg gegen den Faschismus gerade geführt hat und gegen Hitler, die offen gesagt haben, der Sieg Deutschland ist irgendwie das geringere Übel, als wenn Großbritannien irgendwie diesen Krieg gewinnt, mit dem sie natürlich überhaupt niemand so gewinnen haben können. Im Gegensatz, als irgendwie Resolutionen der Labour Party verabschieden wollten, sind sie instant ausgeschlossen worden. Weil es irgendwie in erster Linie drum, und das war irgendwie der Spirit, der Kampf gegen Faschismus irgendwie zu gewinnen. Darum ist es irgendwie gegangen. Anderes Beispiel aus Frankreich, und Pierre Frank, ebenfalls ein Trotzkist, einer dieser Führer der Internationalen. Der damals zur Zeit, gerade wo Paris von den Nazis besetzt worden ist, oder Frankreich von den Nazis besetzt worden ist, dazu aufgerufen hat, die Fabriken zu übernehmen, die Betriebe zu besetzen. Und das war halt der Zeit, wo die Arbeiter freiwillig 18 Stunden irgendwie am Tag gearbeitet haben, eben gegen Hitler und gegen Nazi-Deutschland irgendwie
den Krieg zu führen, wo natürlich niemand damit gewonnen hast, wenn du sagst, du musst irgendwie Revolution machen, die Betriebe besetzen. Genau. Also man muss irgendwie von der aktuellen Situation ausgehen. Was haben unsere Genossen dort für Arbeit gemacht? In erster Linie an diesem, ja, an dem angeknüpft, das ist, nämlich an diesem Wille, unbedingt den Faschismus irgendwie zu zerschlagen, was absolut verständnisvoll, was absolut verständlich und unterstützenswert ist. Und vor dem Ausgangspunkt die Notwendigkeit von revolutionärer Politik erklärt. Also wir haben irgendwie in Betrieben, in Komitees, in Gewerkschaftssektionen Arbeit gemacht und haben gesagt, wir stimmen mit euch total überein, dass Hitler unser Feind ist. Wir sind keine Pazifisten. Wir sind dafür, dass man die Nazis besiegt. Wir können uns dabei aber nicht auf Churchill, also irgendwie auf die herrschenden, auf die herrschende Klasse verlassen, da steht jeder, dass diese Hitler selbst stürzen. Weil früher haben sie irgendwie noch unterstützt, haben zugesehen, wie die deutsche Arbeiterbewegung von Hitler irgendwie lautstark niedergeprügelt und vernichtet worden ist. Und deshalb fordern wir konkret dazu auf, dass die Labour Party, die einfach davor massiv geflutet worden ist von neuen jungen Arbeitern, also in der Zeit vom Zweiten Weltkrieg, dass die Labour Party die Koalition irgendwie bricht, die irgendwie den Krieg, die Kriegspolitik aufrechterhält, die Koalition bricht und sozialistische Umwälzung der Gesellschaft irgendwie einleitet und durchaus die Macht irgendwie dazu hat. Und so kann man irgendwie einen revolutionären Krieg gegen Hitler führen, nicht irgendwie einen halben, nicht irgendwie halbheiten, weil das war auch die Zeit, vielleicht ein bisschen historischer Kontext. De facto hat die USA, Großbritannien, alle so westlichen Mächte nicht ihre ganze Kraft irgendwie in den Krieg geworfen, sondern gewartet, bis Hitler den Krieg mit der Sowjetunion bis zu Ende führt, bis irgendwie beide total ausgelaugt sind, bis irgendwie der Kommunismus vielleicht besiegt ist. Und dann wollten sie sich erst irgendwie einmischen. Also es war irgendwie entscheidend, hier die herrschende Klasse offen an den Pranger zu stellen, aber vom Ausgangspunkt her, wie gewinnen wir irgendwie den Krieg gegen den Faschismus? Genau. Und gleichzeitig haben wir irgendwie genau, unter deutschen Kriegsgefangenen ebenfalls Arbeit gemacht, eigene Zeitungen irgendwie hergestellt, um die dann wieder zurück nach Deutschland gehen, irgendwie sozialistische Agitation dort machen können. Also ebenfalls keine nationalistische Politik, wo es irgendwie nur um Großbritannien geht, die irgendwie den Krieg führt, sondern eben um die Arbeiterklasse und international. Genau, und so war es eigentlich massiv erfolgreiche Arbeit. Und man hat, wo man davor irgendwie nur eine Gruppe von 8 Leuten gehabt hat, hat man massiv Gehör gefunden, irgendwie bei Arbeitern, bei Soldaten, in der Flotte, also in der Armee. Einer von unseren Genossen ist sogar, das war damals, es gab so Parlamente in der Armee, wo man de facto so ein bisschen demokratische Freiheit bekommen hat, um mit der Armee politische Diskussionen zu führen. Einer von unseren Genossen ist auf Basis von einem revolutionären Programm Vorsitzender für so einem Armeeparlament in Ägypten worden. Andere Genossen haben irgendwie politische Schulung von Truppenteilen übernommen, große Forderungen. Merkt man auch, man braucht konkrete Forderungen, nicht nur abstrakt von Sozialismus reden. Eine konkrete Forderung war auch, dass so Schulungen, so Militärakademien und so weiter demokratisch kontrolliert werden und hier konkret eben für politische Agitation genutzt werden können. Genau. Ein anderer Genosse ist ehrenhaft aus der Air Force entlassen worden wegen seiner politischen Agitation. Also sieht man auch irgendwie den Druck, dass er nicht einfach rausgeschmissen werden kann, sondern irgendwie versucht wird, ehrenhaft an ihn heranzudrängen, dann wieder versucht hat, reinzukommen. Und ein guter Gradmesser für den Erfolg ist auch immer wieder die Geheimdienstberichte und wenn man irgendwie den Fokus der Polizei auf sich zieht, die de facto angefangen hat, in unserer Organisation Spitzel zu schicken. Genau. Gibt es eine lustige Geschichte, erzähle aber vielleicht am Schluss, wenn ich noch Zeit habe. Aber dann, also das Entscheidende, diese Episode soll irgendwie die flexible Taktik so von Notwendigkeit von flexiblen Taktik irgendwie in so veränderten Situationen darstellen und wie man so revolutionäre Arbeit konkret macht. Aber das Entscheidende dann für die Vierte Internationale und wie sich das weiterentwickelt hat, war eigentlich die Situation nach dem Zweiten Weltkrieg, die sich komplett anders dargestellt hat, als Trotzki und eben die ganze Internationale noch diskutiert haben vor dem Weltkrieg. Konkret war die Prognose,
Also konkret hat sich die Prognose von Trotzki einfach falsch herausgestellt, Ende des Zweiten Weltkrieges. Es ist alles total anders gekommen, was einen nicht überraschen muss, weil ein Weltkrieg ist irgendwie voll von schnellen und scharfen Wendungen. Genau, also das kann man nicht alles irgendwie. Sie lachen alle. Okay. Genau, da kann man irgendwie nicht alles prognostizieren und das ist irgendwie wichtig, das irgendwie instant nachzuschärfen, wenn sich die Realität irgendwie, wenn die das irgendwie verlangt. Was hat sich konkretes falsch herausgestellt? Trotzki hat mit der Niederlage der Sowjetunion gerechnet. Ebenfalls Basis des Stalinismus, der irgendwie damals, ich glaube, 80% oder so der Armee und der Offiziere irgendwie umgebracht hat, weil er irgendwie Angst gehabt hat, dass sie Angst gehabt hat, dass sie eine revolutionäre Opposition gegen ihn darstellen. Also noch so alte Garde der Revolution de facto. Aber schlussendlich hat die Sowjetunion eben trotzdem den Krieg gewonnen und ist massiv gestärkt irgendwie hervorgegangen. Und die zweite, genau folgend aus der Prognose, wenn die Sowjetunion den Krieg verloren hätte, ist eben ein kompletter Umsturz irgendwie der ganzen politischen Situation, eine enorme Schwächung bzw. Zerstückelung der alten Parteien, der Sozialdemokratien und der KPin, der kommunistischen Parteien. Und auf der Basis irgendwie die trotzkistische Internationale als neue Massenkraft irgendwie entstehen hätte können. So. Das war irgendwie die Prognose, aber es kam irgendwie komplett anders. Also die Sowjetunion hat den Krieg gewonnen, Stalinismus war historisch enorm gestärkt, Osteuropa ist nach dem Modell der Sowjetunion irgendwie. Haben sich nach und nach bürokratische Arbeiterstaaten entwickelt. Und dadurch haben wir Sozialdemokratie und stalinistischen KP noch in jedem Land die Möglichkeit und die Autorität besessen, jede revolutionäre Bewegung, die es gegeben hat, nach dem Weltkrieg zu verraten und in eine Sackgasse zu führen. Also in Italien, in Frankreich, Griechenland und so weiter. Genau, also es hat sich irgendwie komplett verändert dargestellt. Und gleichzeitig hat die Situation, die enorme Vernichtung durch den Krieg, die Möglichkeit gegeben, dass sich die Weltwirtschaft um nie dagewesenen Niveau entwickeln kann, es massiven Wirtschaftsaufschwung gibt, und zwar über Jahrzehnte hinweg, was alles in allem einfach bedeutet hat, dass sich reformistische Ideen enorm festigen hat können, dass sich Vertrauen in das System, in den Kapitalismus irgendwie enorm gefestigt hat, weil wenn Wohlstand irgendwie da ist, dann ist allen irgendwie besser geht, wenn man irgendwie aufbauen kann, dann stimmt ja das, was man immer so erzählt über die Marktwirtschaft. Jeder muss arbeiten, jedem geht es besser, immer mehr Wohlstand für alle. So war es natürlich nicht, aber das war zumindest der Eindruck. Genau. Und was hat das politisch bedeutet? Ted Grant, der das irgendwie analysiert hat, hat eben gesagt, dadurch, dass diese Ideen, reformistischen Ideen, das Vertrauen in das System enorm gestärkt waren, haben die Revolutionäre unglaublich schwierige Zeit vor sich, weil sie de facto für Jahre und Jahrzehnte gegen den Strom schwimmen müssen. Und in der Situation keine Ahnung, große Gewinne, keine große Organisationen irgendwie aufbauen können, aber de facto ihre Ideen, ihre Methoden, ihr Programm irgendwie klar halten müssen, das irgendwie verteidigen müssen gegen allen möglichen Druck, der von allen Seiten gekommen ist. Genau. Ah ja, stimmt. Diese anderen Trotzkisten, denen wir die Situation nicht verstanden haben, habe ich noch gar nicht gesagt, wie die die Situation analysiert haben. Also einer der Führer, Mandel, hat zum Beispiel gemeint, dass sich die Wirtschaft nie über das Niveau, also in den Jahren, nie über das Niveau von 1938, also vor dem Krieg, rausentwickelt. Es hat irgendwie noch Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Wiederaufbau verteidigt. Und schlussendlich dieser Fehler irgendwie, wenn er nicht korrigiert wird, zu weiteren Fehlern geführt hat und dann komplett umgeschwungen ist, wo der Wirtschaftsaufschwung halt unleugbar war und zur Art Keynesianismus, so die Krisenlosigkeit des Kapitalismus gepredigt hat, was sich schlussendlich in den 70er Jahren ja, offensichtlich widerlegt hat, dass ein Kapitalismus ohne Krise nicht existiert. Genau. Eine andere Sache war, dass die trotzkistische Internationale immer wieder von einem neuen Krieg, von Faschismus, Diktaturen in Westeuropa gesprochen hat, von einem atomaren Krieg und so weiter. Also alle möglichen
alle möglichen Schreckgespenste, die halt, die halt überhaupt nicht die Situation entsprochen haben. Die Situation eher eine Konterrevolution in demokratischer Form, also das, wie Ted Grant es irgendwie genannt hat. Also dass die diese ganzen ja, Revolutionen von der Sozialdemokratie und von den Stalinisten so gemäßigtes parlamentarisches Fahrwasser gelenkt worden sind. Genau, und Ted Grant hat halt irgendwie genau diese Ideen immer wieder nachgeschärft, hat irgendwie Analyseprogramm sozusagen erhalten, hat irgendwie das Banner des Marxismus aufrechterhalten und gegen diese verschiedensten Ideen argumentiert. Da muss man sagen, ich glaube, er hat wirklich zu fast allen Schlüsselpunkten so in diesen Jahrzehnten ausführliche Analyseartikel geschrieben, hat irgendwie so das Verständnis, die Methode des Marxismus so einer komplett neuen Generation bzw. mehreren Generationen beigebracht. Also so um die 68er Revolution gegangen ist, um die ungarische Revolution 1956, um die Lage in der kolonialen Welt, um die Revolution in Kuba und so weiter. Hat irgendwie alles abgedeckt und ist irgendwie in der Organisation in unserer Strömung diskutiert worden, um irgendwie die Theorie, die Ideen irgendwie scharf zu halten. Vielleicht, wie lange habe ich denn noch Zeit? Na, dann mache ich ein bisschen schneller. Genau, nenne ich nur ein Beispiel irgendwie, wieso das wichtig ist, seine Ideen irgendwie scharf zu halten. Und immer wieder, und gleichzeitig die Prinzipien irgendwie des Marxismus, des revolutionären Marxismus festzuhalten, nicht irgendwie aufzugeben. Das ist eine populäre Idee, nicht nur unter den Trotzkisten, sondern de facto fast unter allen Linken, so in den 60er Jahren vor allem beliebt worden ist, wo halt viel kolonialen Revolutionen gegeben hat. In China hat es irgendwie eine gigantische Revolution gegeben, in Kuba irgendwie angeführt durch Fidel Castro und Guerilla-Armee, in China eben durch eine Bauernarmee und Mao. Und das hat er hat so in der ganzen das hat so in der ganzen Weltsituation dafür gesorgt, dass immer mehr Linke weniger Vertrauen irgendwie gehabt haben, vor allem im Westen, weniger Vertrauen in die Arbeiterklasse, in die Rolle in der revolutionären Überwindung der Arbeiterklasse, sondern vor allem eben in Bauernbewegungen, Guerillabewegungen sind in der dritten Welt. Was zu enormen Fehlern geführt hat in der Politik, weil spätestens mit der 68er Revolution, gerade in Frankreich, wo viele dieser Gruppen vor allem unter Studenten Arbeit gemacht haben, die halt die Arbeiterklasse komplett abgeschrieben haben, als verbürgerlich, da geht es irgendwie zu gut, dass sie jemals für Revolution gewinnbar sind. Gerade dort sind sie extrem überrascht worden von der Revolution 68, wo de facto innerhalb, also einen Monat lang die Arbeiter das ganze Land ja, zum Stillstand gebracht haben und schon selbst irgendwie verwaltet haben. Also de facto eine Revolution da war, nur eben von der Führung nicht zu Ende geführt worden ist. Und da haben verschiedene Trotzkisten, die nicht recht groß waren, sogar einige hundert Mitglieder gehabt haben, so in Frankreich, überhaupt. Es klingt jetzt irgendwie komisch, aber mit den richtigen Ideen und ein paar hundert Leuten, also Bolschewiki in Russland waren nämlich viel mehr, kann man irgendwie viel machen, aber man braucht halt schlussendlich die richtigen Ideen, wie ich gesagt habe. Schlussendlich keine Rolle spielen können, weil die auf Bauern und Studenten geschaut haben als die zentralen Träger von Revolution. Genau. Und jetzt will ich abschließen mit einem Thema, nämlich eines der zentralen Themen. Für Ted Grant war immer, oder für uns alle, so als Revolutionäre diskutieren Politik immer aus Sicht der Arbeiterklasse und unsere Orientierung auf die Arbeiterklasse und ihre Organisation. Weil so als revolutionäre Kleinstorganisation mit 10, 100, vielleicht 1000 Mitglieder, genau, ist schon was, aber man spielt halt de facto überhaupt keine Rolle, wenn man isoliert irgendwie die Arbeiterbewegung herantritt, sondern man muss irgendwie in der Bewegung arbeiten. Das heißt de facto in die Gewerkschaften und in die Arbeiterparteien, in das, was halt gibt und wo sich Arbeit irgendwie aufhält und was sie als ihre Kampfinstrumente so verstehen, muss dort irgendwie sein. Ich glaube, Lenin hat irgendwie gesagt, so, selbst wenn, also wenn es irgendwie in einem Pfadfinderverein Arbeiter gibt, den man irgendwie gewinnen kann, dann gehen wir irgendwie dorthin. So. Und das muss halt irgendwie der Spirit sein. Man kann nicht als isolierte Organisation irgendwo am Rand stehen und so appellieren an die Arbeiterbewegung, sondern muss irgendwie mittendrin stehen.
und das machen und sein Programm offen irgendwie für sein Programm werben. Und das war auch die Methode so des Zentrismus, das de facto eh schon basierend so auf die Ideen der kommunistischen Internationalen und von Trotzki später basieren. Also irgendwie so Zentrismus, also for entry, for Eintreten, genau. Dass man eben in die Organisation der Arbeiterklasse wirklich eintreten darf, für sein Programm, für ein revolutionäres Programm wirbt und rund um das Mitglieder gewinnt und mehr Einfluss irgendwie nehmen kann. Und so arbeiten unsere britischen Genossen eben in den Gewerkschaften der Labour Party. Und das war schlussendlich, diese Orientierung hat schlussendlich unsere Organisation ermöglicht, dass von diesen 8 Leuten, die irgendwie in den 30er Jahren so eine Gruppe aufgebaut haben, zu den de facto größten trotzkistischen Organisationen worden sind, seit der linken Opposition in den 20er Jahren. Genau, also gerade während Mitte der 60er sind die meisten kleinen trotzkistischen Organisationen alle raus aus der Labour Party, weil sie es irgendwie abgeschrieben haben als reformistische Organisation. Die Führung irgendwie nicht in der Lage ist, die Revolution zu gewinnen und deswegen irgendwie mehr Sinn drin sehen, haben sich isoliert am Rand der Arbeiterbewegung zu befinden. Aber eben diese richtige Orientierung, dass man wirklich jahrzehntelang irgendwie in der Labour Party Arbeit gemacht hat, für ein revolutionäres Programm geworben hat und dort halt die Organisation rund um Militant, kann man damals heißen, haben wir irgendwie diese Organisation aufbauen können, schlussendlich die Labour-Jugend, die Mehrheit in der Labour-Jugend gehabt. Auch in Liverpool, die Mehrheit im Stadtverband von der Labour Party. Und Ende der 80er Jahre, ich meine, das sind alles irgendwie interessante Episoden, könnte man sich im Detail anschauen, ich habe leider nicht die Zeit dazu. Aber Ende der 80er Jahre schlussendlich diese große Bewegung gegen die Poll-Tax und gegen die Thatcher angeführt, eher initiiert und schlussendlich die hassenswerteste Frau und Regierung irgendwie in Großbritannien zu Fall gebracht, Anfang der 90er. Genau. Und diese Methode generell ist, glaube ich, wichtig, weil es gibt viele Organisationen, meistens sehr klein so, ähnlich wie wir, die recht abstrakt so von Revolution reden, von Sozialismus reden, ohne das eben ausgehend von der Arbeiterbewegung, von ihrem Bewusstsein, von dem Kräfteverhältnis zu analysieren und ausgehend von dem zu erklären. So, es reicht nicht irgendwie nur von revolutionären Ideen zu reden, man muss irgendwie an die Klasse, an die Arbeit und an die Massen irgendwie bringen und muss ihnen irgendwie erklären können. Dazu braucht es die richtigen Methoden. Genau, das kann ich nur sagen, studiert die Ideen, überzeugt euch davon, das sind irgendwie die richtigen. Gibt es irgendwie viele Bücher, viele Genossen, mit denen ihr gerne diskutieren könnt. Und ja. Nice.